Hi, ho und willkommen zu meinem Video. Genau deswegen füttere ich ihn eigentlich die letzten zwei Videos, damit er eben nicht die ganze Zeit Randale macht. Ja, okay. Also folgendes. Ich dachte, ich erzähle euch jetzt mal was von der Gefühlswelt, was sich da so tut und wie ich mich beschäftige zurzeit. Also, ich habe gemerkt, meine Mom sagt immer zu mir, ich soll doch einfach mal, wenn es passiert, wütend schreien, heulen, egal was, einfach um es mal rauszulassen. Und das geht nicht. Es geht, da geht einfach gar nichts. Also ich bin in der Zeit, wo ich in, ja, früher habe ich es immer Overload genannt, aber ich glaube jetzt eher, dass es so ein Shutdown, also ein Overload gefolgt von einem Shutdown ist. Erkläre ich euch dann im letzten Video. Ja, wenn ich in diesem Shutdown bin, merke ich für mich, ich kann nicht wütend sein, ich kann nicht traurig sein, wirklich. Also, ich kann es weder beschreien, im Sinne von, ich bin so wütend und schreie, noch kann ich heulen, noch kann ich sonst irgendwas. Es ist einfach so ein. An sich würde ich dieses, würde ich, wenn man mich fragen würde, würde ich so eins leere Friedlichkeit. Ich weiß nicht, wie, es tut mir leid, ich kann es euch nicht anders erklären, aber auf der einen Seite fühle ich mich komplett leer, also so, als ob gar nichts mehr da ist. Weder Freude noch Trauer noch Wut noch irgendwas. Aber auf der anderen Seite fühle ich mich auch unglaublich ruhig. Also so, ich will nicht sagen entspannt, das trifft es nämlich überhaupt nicht. Das ist nicht so eine entspannte Ruhe, sondern eher so eine angespannte, entspannte Ruhe. Beschreibung. Ich krieg drei Bonuspunkte für Beschreibung. Also ich kann nicht wütend sein. Ich kann aber auch nicht traurig sein. Und glücklich bin ich auch nicht. Aber auf der anderen Seite bin ich auch nicht, ja, ich bin auch nicht, ich bin einfach ruhig. Ja, es ist einfach so wie so, es erinnert mich so vom Prinzip an das Bild von einem Stein, der übers Wasser hüpft. Und der Overload und der Shutdown sind so, also der Overload ist so ein Stein, der da hüpft und dann der Shutdown ist wie die Wellen so gefühlt. Und es ist dann einfach so eine Ruhe. Es klingt jetzt voll, also es klingt jetzt voll entspannt, wenn ich so drüber, also wenn ich das so denke, aber ich überlege gerade so für mich, ob das nicht auch tatsächlich so eine Zeit der, also was ich merke, ist, also für mich, in der Zeit kann ich ja nichts machen. Also ich bin ja sofort nach nur 5 Minuten sowas von müde. Und also so gefühlt aufstehen und direkt wieder ins Bett reinkippen. So, das ist so der Modus operandi. Aber wenn ich so drüber nachdenke, könnte ich jetzt auch nicht sagen, dass es. Also. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das nicht auch so eine gewisse Möglichkeit von meinem Hirn ist, einfach damit klarzukommen. Also vor ein paar Monaten habe ich mal irgendwo gelesen, dass die Reaktion vom Hirn, auch wenn es blöd ist und auch wenn es so danach dämlich für einen läuft, dass es ja schon der Weg ist, um mit einer Situation, die einen überfordert, klarzukommen. Und wenn ich jetzt gerade so mal wirklich aktiv drüber nachdenke, merke ich gerade, dass es an sich wirklich so eine Form von dann damit klarkommen ist. Ich meine, ich bin frustriert, weil ich würde gerne reden können und so weiter. Also die ersten Tage, wenn man mich fragt, so die ersten 3 Tage sind tatsächlich tendenziell eher entspannender. Entspannend würde ich tatsächlich. Also ich fühle mich gerade total verrückt, wenn ich das jetzt so, wenn ich das jetzt mal gerade so überlege. Aber ja, irgendwie.
Irgendwie ist es tatsächlich eine Form von sich selbst die Ruhe, also sich selbst zur Ruhe zu zwingen. Das jetzt, je länger ich drüber, also je länger ich gerade, ich fühle mich so, also sorry, ich fühle mich gerade wirklich wie so eine Irre, weil wenn du fast jetzt ein Jahr und 2 Monate schon mehr oder weniger darunter leidest und dann plötzlich so dieses Gefühl, diese Überlegung aufkommt, fühlt man sich irgendwie crazy. Ich sag euch, ich fühle mich gerade total crazy. Und ich könnte es jetzt auch nicht irgendwie, ja. Also ich meine, ich freue mich nicht drüber. Das ist nicht die Frage. Ich freue mich nicht. Ich habe auch meistens, also wenn die 3 Tage, also ich habe auch oft in der Zeit Kopfschmerzen, dass es nur so scheppert. Aber wenn ich jetzt mal einfach mal komplett es nüchtern betrachte und jetzt mal ignoriere, dass ich gerne reden würde, gerne laufen würde, gerne besser essen würde, gerne besser trinken würde, gerne mehr Energie hätte und alles das, muss ich an sich für mich gerade tatsächlich feststellen, dass es gar nicht das Grauen ist, wie alle um mich herum immer. Ja, ich habe so das Gefühl, teilweise, ich kann diesen Satz niemandem sagen, weil wenn ich das meiner Familie sage, die würden mich alle für verrückt erklären. Und so gefühlt habe ich das Gefühl, ich muss leiden, damit sie, also in der Zeit mehr leiden, damit es irgendwie einfacher ist, weil wenn mir jeder erzählt, das ist ja so schrecklich. Und ich merke aber, vielleicht liegt es jetzt auch an der Übermüdung oder an, weiß Gott, dass es gar nicht so das Grauen für mich ist, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Und ich muss auch zugeben, es ist frustrierend. Es ist unglaublich frustrierend. Also ich meine, ich wünschte, es wäre nicht da. Das ist nicht die Frage. Das ist wirklich nicht die Frage. Wenn ich die Wahl hätte, ob ich so leben will oder nicht, würde ich mich jeden Tag dafür entscheiden, lieber will ich es loshaben. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass es ein Teil von mir ist und ich das einfach, ja, nicht ändern kann, muss ich auch sagen, ich könnte schlimmer haben. Ich habe nur immer so dieses Gefühl von, jeder erzählt mir, wie schlimm es ist. Und es gibt wirklich, in den 12 Monaten gab es auch Monate, wo ich wirklich komplett down war. Deswegen, das ist nicht die Frage. Das ist wirklich nicht die Frage. Es ist auch wirklich von Mal zu Mal anders. Mal finde ich es total entspannend und eher beruhigend. Mal finde ich es nur nervtötend. Mal finde ich es so und mal finde ich so. Ich könnte jetzt nicht einfach hier pauschal sagen, ja, ist immer locker, kann man so machen. Das geht nicht. Aber ich kann so für mich sagen, wenn ich jetzt gerade einfach so zurückblicke, ist es nicht so schlimm. Ich finde es schlimmer, dass es passiert. Das ist, sagen wir so. Ich finde die Tatsache, dass ich in diesen Zustand komme, finde ich schlimmer zum Teil als den Zustand an sich. Ich glaube, das trifft es gut. Ich fühle mich gerade irgendwie ein bisschen leichter. Tja, wie erkläre ich das jetzt meiner Verwandtschaft? Leute, das Ding, wo wir alle finden, dass es so grauenhaft ist, ist jetzt eigentlich gar nicht so gut schlimm. Jedenfalls nicht immer. Für mich tatsächlich der schlimmste Aspekt dran ist, dass alle um mich rum so mitleiden. Und sie leiden da irgendwie mehr als ich gefühlt. Und das ist irgendwie so.
Ich kann es ihnen dann, ich kann, selbst wenn ich es, auch selbst wenn ich ihnen jetzt erkläre, es ist nicht so schlimm, ich kann ihnen dieses, ich kann es nicht nehmen. Ich glaube zumindest nicht. Ich wüsste nicht wie. Tja. Tja, irgendwie ist das alles kompliziert. Naja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie es euch da so dabei geht, aber ja, ich kann da jetzt irgendwie gerade nichts anderes dazu sagen. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.redmail@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.